Die letzten Tage war das Wetter hier im Alpenraum eine Katastrophe. Deshalb konnten wir leider nicht die Dreharbeiten für die weiteren Praxisvideos drehen. Aber es gibt keine Ausreden, deshalb gebe ich euch heute meine Tipps, welche Hochtouren zum Einstieg hier in den Ostalpen für euch die besten sind. Was ist die Voraussetzung für eine starke Einsteigertour? Das ist mal wichtig, damit du auch selbst noch viele weitere gemütliche Touren zum Start entdecken und planen kannst und nicht nur von meiner Liste hier jetzt abhängig bist. Wichtig ist erstmal die richtige Zeit im Jahr. Fang deine Hochtourenkarriere am besten im Sommer an und verzichte erstmal auf Experimente im Frühling oder Herbst. Doch auch im Sommer gibt es übliche Zeiten, in denen die Umstände mal einfacher und mal schwieriger sind. Das können wir uns jetzt noch ganz kurz mal anschauen. Der Frühsommer hat den großen Vorteil, dass selbst etwas höhere Gletscherspalten meist extrem solide Schneebrücken haben, sodass man völlig entspannt und quasi mit dem Autopiloten auf den einfacheren Hochtouren unterwegs sein kann. Aber zur Sicherheit natürlich immer das Seil mitnehmen. Der Nachteil ist, dass die vielen Schneemassen das Gehen natürlich auch deutlich anstrengender machen. Im tiefen Schnee herumzuwarten ist einfach mühsam, vor allen Dingen auf ewig langen flachen Gletschern, die viele einfache Hochtouren letztlich eben nun mal sind. Der Hochsommer ist zwar die angenehmste Zeit, aber je nach Sommerentwicklung auch eher die komplexeste, wenn es um das Thema Spaltenzonen und Spaltensturzvermeidung geht. Doch gerade bei einfachen Hochtouren muss man mit etwas Glück nie über eine Spalte drüber oder eben nur sehr kleine, sodass auch das kein großes Thema ist. Es ist in der Regel die wärmste Zeit des Jahres, die Winde sind noch nicht ganz so eisig und die größten winterlichen Schneemassen sind auch schon weg. Neuschnee ist relativ selten, sodass frische, instabile Schneebrücken extrem selten bzw. unwahrscheinlich sind. Der Nachteil ist, dass viele alte Schneebrücken vom Winter bereits instabil sein könnten oder auch bereits durchgebrochen sind. Das macht das Sondieren manchmal notwendig und kann auch dazu führen, dass einem der Erste der Seilschaft schon mal irgendwo stecken bleibt. Außerdem fangen hier auch erstmal an, die Labyrinthe ein Thema zu werden, wobei das gerade bei den einfachen Hochtouren eher selten vorkommt. Und wenn wir schon beim Thema sind, die Spaltenlabyrinthe sind gerade im Spätsommer, also quasi jetzt, manchmal eine echte Herausforderung. Die niedrigen Gletscher sind alle APA, das macht sie zwar sicher, jedoch verliert man sich manchmal in der Frage, wie komme ich da jetzt eigentlich durch? Eine Frage, die sich im Frühsommer fast gar nicht stellt und auf höheren Gletschern ab 3500 Metern haben wir im hohen Sommer eher wieder die instabilen Schneebrücken. Kommen wir jetzt zu ein paar empfehlenswerten Touren und auch warum sie empfehlenswert sind bzw. was dich dabei erwarten kann. Obwohl der Hallstätter Gletscher definitiv kein spaltenfreier Gletscher ist, ist er zu fast jeder Zeit im Sommer ein sehr sicheres Ziel. Der Anstieg von der Simoni-Hütte ist zwar etwas weit, aber die Karte, die bildet eine gute Route ab, die sich zwischen den Spaltenzonen durchschlängelt. Damit hat man es selten mit Querspalten zu tun und ist vor allem mit kleineren Spalten konfrontiert, die selten für einen völligen Absturz als vielmehr für ein unangenehmes Feststecken sorgen würden. Die Linienführung ist auf dem Dachstein aber besonders wichtig. Einmal vom Weg abgekommen, ist man relativ schnell in gefährlichem Gelände unterwegs. Die Wildspitze hat unterschiedliche Herausforderungen zu bieten, je nachdem von welcher Seite aus man aufsteigt. Vom Taschach aus ist der Teil des Gletschers deutlich länger, wobei man auch hin und wieder über teilweise größere Spalten drüber muss. Von der Breslauer Hütte aus ist der Teil des Gletschers deutlich leichter und kürzer, jedoch bietet der Aufstieg bis zum eigentlichen Gletscher durch manchmal einen vereisten und sehr steilen Klettersteig generell etwas mehr Schwierigkeiten. Von beiden Seiten gilt es am Gletscher teilweise große Spalten zu überwinden und durch die hohe Höhe und die Ausrichtung des Gletschers sind diese Spalten aber meistens mit guten Schneebrücken versehen, auch noch relativ spät im Sommer. Der Routenverlauf ergibt sich durch die Beliebtheit der Route fast wie von selbst, aber auch ohne Spuren bleibt ein logischer Verlauf relativ leicht zu erkennen. Der Wilde Pfaff ist ein toller Berg, um erstmal am Gletscher unterwegs zu sein. Es gibt nur einen kurzen Teil, in dem der Gletscher etwas steiler ist. Alles in allem ist es aber eine flache, gemütliche Gletscherwanderung, die auch dementsprechend spaltenarm ist. Eine kleine, eher harmlose Spaltenzone befindet sich recht zu Beginn des Gletschers, so etwas rechts. Ansonsten kann man hier das Panorama vollends genießen und gleichzeitig sich auch noch darüber freuen, dass man am Ende aller Kräfte weiter unten im Tal auch die Möglichkeit hat, die Bahn als Unterstützung zu nehmen.
Der Similaun ist eine wunderschöne Einsteigerhochtour, da der vergletscherte Teil mittlerweile relativ gering ausfällt und man dennoch ständig einen wunderschönen Ausblick in jede Himmelsrichtung hat. Mit knapp 3600 Metern ist er auch einer der höchsten Berge Österreichs. Der Gletscher ist über die reguläre Route so spaltenarm, dass man sich voll auf die Seildisziplin, den Ablauf, das richtige Gehen und vor allen Dingen die überragende Landschaft konzentrieren kann. Der Zustieg kann entweder über die Martin-Busch-Hütte, aber auch über die Similaun-Hütte auf der anderen Seite geteilt werden. Der Großvenediger ist nicht nur einer der höchsten Berge Österreichs, er ist wohl auch einer der berühmtesten Berge der Ostalpen. Maßgeblich liegt das wohl an seiner schönen Aussicht, an seinem Charakter und letztlich eben auch an der Höhe. Doch unterschätzen sollte man ihn definitiv nicht, denn der Großvenediger ist gerade in Bezug auf den Teil des Gletschers eine sehr zähe Tour, die durchgezogen von teilweise enorm großen Spalten ist und vereinzelt Spaltenzonen mit kleineren Spalten innehat. Steilere Aufschwünge werden von langen Flachstücken abgelöst, während der letzte Gipfelaufschwung nochmal alle Kräfte fordert. Ob man von der neuen Prager Hütte oder dem Defrecker Haus aufsteigt, ist nicht extrem ausschlaggebend. Beide Aufstiege werden von eindrucksvollen Tiefblicken in die tiefe, nie verdeckte Spalte einerseits, aber auch in die Konfrontation mit Spaltenbrücken andererseits begleitet. Spät im Jahr, vor allem nach dem Ende der Bewirtschaftung aller Hütten, ist die Wegfindung nicht mehr ganz so leicht und man sollte sich gut an einer vorher angelegten Route halten, um nicht letztlich in ungemütliche Zonen zu geraten. Wichtig zu sagen ist noch, dass neben der Tatsache, dass alle Touren in der Schwierigkeit auch immer mehr oder weniger von der Zeit im Jahr beeinflusst werden. Es ist jedes Jahr schließlich etwas unterschiedlich. Dieses Jahr beispielsweise lagen auf vielen Gletschern, vor allen Dingen den höheren, etwas mehr Schnee. In manchen Hitzejahren waren aber selbst die richtig hochgelegenen Gletscher manchmal schon blank, was oftmals ganz neue Herausforderungen mit sich bringt. Aktuell ist es so, dass zurzeit die niedrigen Hochtouren oftmals blank sind und somit sehr sicher begehbar sind. Die sehr hochgelegenen Hochtouren, wie in der Liste eben zum Beispiel Wildspitze oder Similaun, Großvenediger, sind teilweise noch etwas schneebedeckt, was in Bezug auf die einfachere Routenführung etwas angenehmer ist. Somit lässt sich sagen, obwohl gerade der Winter ein wenig Einzug hält, dass man definitiv noch die ein oder andere Last-Minute-Hochtour machen kann. Und zum Abschluss kann ich natürlich sagen, ja klar, Breithorn, Monte Cervidale, Pizbuin, the list goes on. Es gibt viele nette Hochtouren für den Einstieg, aber ich dachte mir heute mal eine kleine Auswahl mit ein paar kurzen Infos dazu. Das könnte euch vielleicht gefallen. Wenn ja, ich hoffe, nächste Woche geht's wieder weiter mit Praxistipps direkt vom Gletscher. Lasst gerne ein Abo da, wenn euch Hochtoureninhalte interessieren. Bis zum nächsten Mal wünsche ich wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil.